Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ich habe ein bisschen was an unserem Modpack wieder verändert. Ihr seht, es gab ein paar Updates. Wir haben jetzt diese Lichter, weil ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass wir die hatten. Wir haben ein paar neue Mods. Ich habe eine Mod reingehauen, damit die ganzen Partteile, die sozusagen leer sind, entfernt werden. Einfach weil ansonsten passiert genau das, dass wir 3000 leere Sachen haben und am Ende mehr zahlen müssen für Teile als nötig. Also jetzt sind nur noch die Teile drin, wo wirklich was da ist. Was ich gar nicht doof finde. Ja. Ich habe ein paar Ideen. Das umzusetzen wird schwer. Weil die 100 rollt auf uns zu. Die Folge 100. Und für das würde ich gerne was Special-mäßiges machen. Ein bisschen was vorbereiten. Aber, ja. Wie soll man uns sagen? Mir fehlen die Teile, damit ich genau das machen kann, was ich im Kopf hatte. Ist da ein Baum drin? Was ist denn da drin? Keine Ahnung. Und deswegen habe ich gedacht, wir machen heute was anderes. Ich werde in der Zwischenzeit dann wahrscheinlich wieder Forschung machen und volle Wäsche. Und weißt du, gucke, was halt alles diese Standardsachen, die ich Ewigkeiten verschmäht habe, zu machen, weil einfach ich irgendwie so gefühlt null Zeit hatte. Aber das kriege ich schon irgendwie hin. Und dann werden wir ein mega geiles Special haben. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich das fürs 100er. Ich will es fürs 100er hinkriegen und wenn, dann muss ich ein bisschen die Folgen raus, sagen wir mal, ziehen. Weil ich bin jetzt im Flugzeughangar. Ja, genau. Perfekt, weil ich wollte jetzt endlich mal ein Flugzeug schaffen. Es gibt nicht. Ich schaff's überall anders, ein Flugzeug zu bauen, außer hier. So ein Flugzeug kann ja nicht so schwer werden. Warte mal. Wo haben wir noch unsere. Nicht speichern. Aber war nicht die Tausana oder beziehungsweise der Hopper, wie wir den nennen sollten? Genau, das war das letzte Teil, was wir hatten. So, was war hier das Problem? Gewicht? Airflow. Weil am besten sollte eigentlich immer das noch. Ich weiß gar nicht, was war denn der Plan eigentlich hinter? Genau, wir haben auch Rescale, bedeutet, wir können jetzt Sachen rescalen und komplett andere Größen draus machen. Wir tun mal das Gewicht. Bisschen nach hinten. Weil irgendwie muss das Teil ja fliegen können, kurz der Fix. Das gibt's doch gar nicht. So, warte mal, das bauen wir jetzt hier so unten hin. Zack, und jetzt räumen wir das mal um. Das machen wir jetzt wie folgt. Wir ziehen das hier nach vorne. Dann nach innen. Und da das so uns sonst Probleme geben würde, so, drehen wir das Ganze jetzt nach oben. So, dann hat es nicht so einen ganz leichten V-Form, sondern ganz leichte V-Form. Und das tut es sozusagen wieder ein bisschen Grad balancen rein theoretisch. Die Frage ist, ob da hinten die Teile auch so sein müssen oder ob das reicht. Wir probieren es einfach aus. Wir speichern jetzt und starten es. Weil ich will verdammt nochmal Flugzeuge bauen können. Für den Mars wäre ein Flugzeug gleich auch gar nicht doof. Weil Atmosphäre hat es ja, glaube ich, ne? Also, Frage ist, ob da. Ob das Spiel so. Ich habe noch nie ein Flugzeug auf den Mars geschickt, fällt mir gerade so auf. Aber rein theoretisch sollte es doch möglich sein, mit einem ganz normalen Flugzeug auf den Mars zu fliegen. Wenn du auch mehr Einlässe brauchst als auf der Erde, weil natürlich nicht so viel Atmosphäre zur Verfügung steht. Und ja, ich habe jetzt immer nur Länder hingeschickt. Immer nur Länder gelandet und getestet. Was ich auch herausgefunden habe, ich bin irgendwie total lame mittlerweile in diesem Modpack. Weil ich habe ein anderes Modpack gestartet als Multiplayer-Modus und da funktioniert alles super. Lassen wir mal dieses Teil hier starten. Ah, das ist echt neu. Also das ist cool. Warum rollt das Teil jetzt nicht? Die Antriebe geben sich so Mühe. Aber wir hopsen auch nicht von links nach rechts diesmal. Komm schon, du schaffst das. Du schaffst es, mein kleiner Freund. Freund. Das schaut sehr interessant hier aus. Muss man ja schon lassen, ne? Das Ding fliegt immer noch relativ gut gerade. Bin gerade echt erstaunt. Bloß abheben wird gleich schwer. Hä? Was? Hä? Das Ding fliegt! Es fliegt!
fliegen. Okay, weißt du was? Wir wollen jetzt vorne... What the fuck? Das schaut creepy aus. Wir wollen jetzt da drüber zur... zur Base. Alter, das ist unser erstes fliegendes Flugzeug. Wie geil. Wie geil, wie geil, wie geil. Sicht, Innenansicht. Hier spricht Crewmate Kerbel. Wir sind auf dem Flug zu Crewfeld 2. Undock-Modus. Wo sehe ich denn hier die Höhe? Okay, das ist SCS. Ah, da geht der Nebenweg an. Alles wird, wenn es nur noch auf ein Ohr ist. Ich baue außerdem jetzt dann langsam mein Control Surface, mit dem ich die ganze Rakete steuern will. Das sind nur 119. Alter, ist das geil. Wuhu! Endlich Flugmodus! Wie schaut es mit Speeder aus? Wir passen alles an. Ah, hier stelle ich die Geschwindigkeit ein. Okay. Jetzt verlieren wir Geschwindigkeit. Alter, ist das geil. Forward Stability Assist, Prograde, Node Plus, Target Plus. Junk System included. Advanced Flight Instruments for every considerable occasion. What the fuck? Hier ist nichts eingebaut. Ah, die Sichtweite ist nicht so weit, habe ich das Gefühl, ne? Also, das Witzige ist ja, mein Spiel sagt angeblich, oder mein Overlay sagt, ich hätte angeblich 18 FPS. Ganz ehrlich, das Gefühl von 18 FPS habe ich jetzt nicht so. Zuck. Ah, wie cool, jetzt können wir uns rein theoretisch an größere Flugzeuge auch mal machen. Ein bisschen an Transporter, weil für den Mars wären Flugzeuge bestimmt gar nicht eine doofe Erfindung. Ich versuche jetzt herauszufinden, wo ich die Höhe sehe. Das ist die Höhe, okay. Und wie kann man die berechnen? Warte mal, da steht irgendwas kurz vor... Ich würde mal sagen, wir sind ungefähr bei den 300 Metern. Das war jetzt nicht 300 Metern. Oh, warte mal. So, warte mal, F2 fällt wieder. Ha, bin gut, ich hab's gelesen. Alter, what the fuck, wie schaut denn das aus? What? Alter, das müssen wir jetzt feiern. Tiefflug! Runter mit dem Flugzeug! Alien wird es schon schaffen. Wow, da kommt der Boden. Tiefflug eingeleitet. Holy shit, mit 170 Metern pro Sekunde. Eine falsche Bewegung und wir sind down. Schaut lustigerweise immer noch gut aus. Versuchen wir mal zu starten. Hebt das Teil ab. Als ob das funktioniert. Wir hüpfen zwar wie Sau, aber scheiß drauf. Wir versuchen jetzt auf eine bestimmte Fluggeschwindigkeit zu kommen und abzuheben. Wir sollten... Wir machen das Ding wasserready und dann fliegen wir mit dem Ding zu... Oh, wie geil! Oh, wie geil! Wir sollten mal daran einen Booster packen und schauen, wie das fliegt. Unser erstes Mini-Raumschiff sozusagen. Ich glaube, es kommt nicht zum Abheben. Wir müssen mal, machen wir mal SS aus. Vielleicht geht es dann besser. Wir kommen aktuell nicht über die 9 ms pro Sekunde. Also muss man ein bisschen selber kontrollieren. Dass man, sobald man aus dem Wasser rauskommt, ist man verloren. Okay. Na, und wieder passiert. Kann ich eigentlich abtauchen?
Alter, wir sollten mal ein Wasserfahrzeug bauen. Ah, geil, es funktioniert, okay. Hätte ich jetzt. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es so gut fliegt. Aber es ist genau das passiert, was ich gesagt habe. Einmal nicht aufgepasst und plups sind wir Wasser. Okay, wir bauen mal so eine Konstruktion, einfach so eine ganz simple Wasserfahrzeugkonstruktion. Also hinten und vorne solche Schrägen mit Ohrtanks unten dran, die voll sind und fahren das Richtung Wasser, ditschen das ein und schauen, was passiert. Da rennt. Ja, wir nehmen mal die Konstruktion hier. Das Problematische wird ja eigentlich eher, dass wir das Teil hier. Wie soll man sagen? Gut verwenden können, aber. Ich will es ein bisschen länger haben. Wenn man alt war, das. Ich drücke schon wieder falsche Tasten. So. Alter, das finde ich immer noch so geil, dass das funktioniert. Hatte ich jetzt echt nicht geglaubt, ne? Ich hätte es absolut nicht geglaubt. So, warte mal. Ich wollte einfach nur lange Teile. Es ist einfach nur mal so ein Probeflugzeug. Einfach mal so. Flugzeug. Ist kein Flugzeug, das ist einfach ein Wasserfahrzeug. So, und jetzt brauchen wir diese Ohrtanks. Die sind. Was sind das? Orbital Maneuvering System. Das hat RCS verbaut. What the fuck? Ja, wir haben neue Antriebe. Ich weiß bloß nicht, wie viele. Also ich glaube, das ist eh nur der einzige, den wir dazu bekommen haben. Procedural Generated SRB haben wir natürlich bekommen, weil ich habe dieses Procedural Generated Pack dabei. Plus natürlich Größenpack und der ganze Schmarrn da. Bedeutet, wir können hier auch eigene Triebwerke bauen, rein theoretisch. Wie fangen wir denn hier schön? Kann ich einen Ohrtank bauen? Ohrtank, perfekt. Ich kann einen bauen. Das macht es natürlich noch einfacher, weil dann können wir die Größe einstellen. Und die Farbe. Das passt doch dem gut. Das ist ja relativ wurscht. Zylinder. Cone. Oh, das schaut natürlich auch gut aus. What the fuck? Sollen wir mal die Länge einstellen? Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, das so einzumachen. So, und dann ist es halt nicht gerade, aber es sind halt so boing, solche Teile. Wie viel Erz ist da drin? 422, das sollte eigentlich passen. So, und dann brauchen wir Construction-mäßig Kabelettis. Wo sind meine Kabelettis? Als erstes von hier. So mal quer verstrebt vorne. Das können wir jetzt hier einfach auch machen. So. Was ich dann auch noch gern hätte, wäre eine Verstrebung von hier nach hier. So. Was ist natürlich noch wichtig ist, ist eigentlich der Antrieb. Und den können wir doch rein theoretisch jetzt so machen, oder? Warte mal. Haben wir starke Flugzeugtriebwerke? Was ist denn das? Yo! Das Ding ist riesig. Dafür brauche ich erstmal die passenden Teile. Ah, geil. Das Ding passt gut hier drauf. Natürlich, 24 Tage soll das Ding schießen. Dann brauchen wir noch Lufteinlässe, aber das sollte jetzt aktuell nicht unbedingt das Problem sein, meine Herren. Wo ist denn der Scheiß? Da. Dann brauche ich das Ding noch reifen, weil es muss ja bis hin fahren. Ja.
Ah, da oben ist noch ein Rad. Guck mal, da oben ist ein Rad. Ob das für Wasserboot. Wassertaube. Wir nennen es Wassertaube. Einmal speichern. Es kriegt natürlich noch Batterien, weil. Was ist denn das? Aerodynamic Fuel Cells. Ich habe zu viel Blödsinn installiert, eindeutig. Es kriegt jetzt zwei. Also, das. Alter, jetzt bin ich schon voll neben der Spur. Ich finde es gerade einfach noch zu lustig, was da alles passiert. So. Das sollte reichen. Dann fahren wir. Die Vorstellung. Ah, nee, wartet mal. Als erstes brauchen wir noch dementsprechende Wasserflügel. Alter, wenn das Ding, wenn das funktioniert, dann fresse ich im Besen. Okay, wir speichern das. Aber Leute, in der nächsten Folge fahren wir erst mit dem Teil Richtung, oder wir sehen uns am Shore, an der Küste wieder. Und dann probieren wir das Teil aus und dann schauen wir weiter, was wir als nächstes machen. Also, bis dann. Ciao.